Erinnerst du dich an den Witz, dass der Planet Erde nur die Hausaufgaben eines Alienschülers sind, der dafür die Note 3 kassiert hat? Und nun liegt sie in der Ecke seines Zimmers herum. Oder dass außerirdische Zivilisationen uns noch nicht besucht haben, weil die Menschheit es so sehr vermasselt hat, dass kleine grüne Männchen beschlossen haben, nicht zu kommen. In Anbetracht der letzten Jahre des Lebens auf dem Planeten Erde wäre eine solche Erklärung durchaus plausibel. Was aber, wenn der wahre Grund dafür, dass wir noch nicht auf außerirdische Zivilisationen gestoßen sind, darin liegt, dass es sie einfach nicht gibt und die Menschheit die erste ihrer Art ist? In ihrer Studie If Loud Aliens Explain Human Earliness, Quiet Aliens Are Also Rare untersuchen die Wissenschaftler Robin Hanson, Daniel Martin, Calvin McCarter und Jonathan Paulson ausführlich die These, dass wir als Menschheit sehr früh in der Geschichte der Zivilisationen auftauchen. Sind wir wirklich allein in der Milchstraße? In Anbetracht des derzeitigen Wissens über Exoplaneten ist es wichtig festzuhalten, dass die Erde zwar als ungewöhnlicher Planetentyp gilt, aber nicht selten ist, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass andere Planetentypen kein intelligentes Leben hervorbringen können. Bevor wir uns der oben erwähnten Studie zuwenden, lass uns ins Jahr 1983 zurückgehen. Damals untersuchte der theoretische Physiker Brandon Carter, wie wahrscheinlich die Entstehung von intelligentem Leben auf der Erde ist. In Anbetracht der knappen Zeit war dies für Carter eine schwierige Herausforderung. Das bedeutet, dass einige der wesentlichen Schritte, wie die Entwicklung von Eukaryonten im Evolutionsprozess, die zur letztendlichen Entstehung von intelligentem Leben geführt haben, in der zur Verfügung stehenden Zeit sehr schwierig gewesen wären, sodass es unwahrscheinlich ist, dass sie auf den meisten erdähnlichen Planeten, die eines Tages in nahen exosolaren Systemen entdeckt werden könnten, erreicht wurden. Fasst man Carters Berechnungen zusammen, kann man Folgendes sagen. Um das Niveau unserer technologischen Zivilisation zu erreichen, müssen wir 6 herausfordernde Schritte durchlaufen. Die Biogenese, die Evolution von Bakterien, Eukaryonten, Kombogenesis, Geschlecht, Mutation und Intelligenz. Carter zog diese Schlussfolgerung aufgrund der Zeitspanne, die für unsere Evolution benötigt wurde. Zurück zum Artikel If Loud Aliens Explain Human Earliness, Quiet Aliens Are Also Rare. Im ersten Teil des Aufsatzes teilen die Autoren Aliens in 2 Typen ein, laute und leise. Die Lauten sind jene außerirdischen Lebensformen, die sich schnell ausbreiten, lange leben und ihre Lautstärke stark verändern. Deshalb kann man sie auch als expansiv bezeichnen. Leise Aliens erfüllen mindestens eines dieser Kriterien nicht. Da leise Aliens schwer zu sehen sind, müssen wir akzeptieren, dass die Schätzungen ihrer Populationsdichte unsicher sind, während laute Aliens im Gegensatz dazu viel besser sichtbar sind. Vorausgesetzt, sie existieren in signifikanter Dichte. Deshalb konzentriert sich der Artikel weiter unten mehr auf die lauten Aliens und gibt die folgenden Modelle für sie an. Erstens, Anzahl der schwierigen Schritte, die für die Entstehung einer außerirdischen Lebensform erforderlich sind. Zweitens, Geschwindigkeit der Umwandlung eines leisen Aliens in ein lautes, das heißt sichtbares Alien. Drittens, Geschwindigkeit der Ausbreitung der Zivilisation. Das hat der Wissenschaftler Dave Moore festgestellt. In ihren Modellen entsteht die Zivilisation. Irgendwann wird sie zu einer expansiven Zivilisation und breitet sich aus, bis sie auf einen Nachbarn trifft, wo sie aufhört. Weitere Zivilisationen werden in einem kontrollierten Umfang verhindert. Bei einem typischen Zyklus mit Parametern, die dazu führen, dass sie für uns unsichtbar sind, stellt sich heraus, dass die expansiven Zivilisationen derzeit 40-50% des Universums kontrollieren und dass sie am Ende etwa 1 Million Galaxien kontrollieren werden, wenn wir in 200 Millionen Jahren auf eine von ihnen treffen. Die Lichtgeschwindigkeit offenbart dieses paradoxe Ergebnis. Wenn die expansiven Zivilisationen jetzt 40-50% des Universums kontrollieren, warum hat uns dann die elektromagnetische Strahlung ihrer fernen Galaxien noch nicht erreicht? Anhand dieser Modelle, die in dem Artikel von Robin Hanson, Daniel Martin, Calvin McCarter und Jonathan Paulson vorgestellt werden, lässt sich die These von der frühen Entstehung der Menschheit ableiten. Denn das Modell der harten Schritte, das Carter abgeleitet hat, enthält 2 Hauptparameter. Die Anzahl der Schritte und die Zeit, in der sie abgeschlossen werden müssen. Durch Variation dieser Parameter haben Hanson und andere gezeigt, dass, wenn wir von mindestens 2 harten Schritten ausgehen,
und die Einschränkungen für die Bewohnbarkeit von Planeten berücksichtigen. Die einzige Möglichkeit, das Fehlen von für uns sichtbaren Zivilisationen zu erklären, die Annahme ist, dass wir sehr früh in der Geschichte der im Universum entstandenen Zivilisationen erschienen sind. Es stellt sich also heraus, dass wir nach dieser Theorie den Status der ersten Zivilisation im Universum haben. Das klingt ziemlich verantwortungsbewusst, nicht wahr? Besonders für einen Planeten, auf dem Bananen einzeln in Zellophanfolie verpackt werden. Nach der Kardaschow-Skala, die von Nikolai Kardaschow 1964 vorgeschlagen wurde, und eine Klassifizierung von Zivilisationstypen nach dem Grad des Energieverbrauchs darstellt, nähert sich die Menschheit nur dem ersten Zivilisationstyp. Eine Zivilisation des Typs 1, auch planetarische Zivilisation genannt, zeichnet sich dadurch aus, dass sie die gesamte Energie ihres Heimatplaneten nutzen kann, zum Beispiel Sonnenenergie, Luftenergie und so weiter, sowie die gesamte Energie, die sie produzieren kann, Wärme, Wasser, Wind. Kardaschow bezeichnete diesen Typ als ein technisches Niveau, das dem auf der Erde Erreichten nahe kommt. Der Physiker Michio Kaku glaubt, dass unsere Zivilisation mit dem Erreichen von Typ 1 in der Lage sein wird, Erdbeben, Vulkane und das Wetter zu kontrollieren. Die Probleme der globalen Erwärmung werden verschwinden und das Leben in der Unterwasserwelt wird nicht länger eine Fantasie aus Aquaman sein, sondern eine greifbare Realität. Kaku glaubt, dass es noch 100 bis 200 Jahre dauern wird, bis wir den Typ 1-Status erreichen. Und was kommt als nächstes? Die Zivilisation vom Typ 2 beginnt ihre Reise im Weltraum. Ihr Hauptaugenmerk ist die Nutzung der Energie von der Sonne und anderen Planeten. Dies wird die Menschheit auf die Stufe einer interplanetaren Zivilisation heben, die in der Lage sein wird, das gesamte Energiepotenzial des Sterns zu nutzen und uns zu einer Zivilisation des zweiten Typs zu machen. Allerdings sind wir noch weit davon entfernt, die Ringe des Saturns als Weltraumwindmühlen oder den Mars als Kartoffelplantage zu nutzen. Die Menschheit wird noch etwa 1000 bis 2000 Jahre für einen solchen Sprung brauchen. Der nächste Schritt wird sehr lang dauern, zum Typ 3. Schließlich hat die Zivilisation vom Typ 3 eine ganz andere Entwicklungsstufe. Um diese Stufe zu erreichen, braucht die Menschheit wahrscheinlich 100.000 Jahre oder noch mehr. Kardaschow bezeichnete eine Zivilisation vom Typ 3 als eine Zivilisation, die über Energie in der Größenordnung ihrer eigenen Galaxie verfügt. Das heißt, bis die Menschheit die Energie der gesamten Galaxie erhält, haben wir keine Chance, den Status der Zivilisation 3 zu erreichen. Aber angesichts der Jahre der Evolution, die in Typ 2 stattgefunden haben, werden die Menschen, wenn sie Typ 3 erreichen, bereits eine Mischung aus biologischen und kybernetischen Wesen sein. Mach dir also keine Sorgen, du wirst dieses Stadium definitiv nicht mehr erreichen. Kardaschow beendet seine Theorie nach den drei Typen. Aber die damaligen Prognostiker gingen davon aus, dass, wenn die Menschheit des Typs 4 in der Lage sein würde, die Energie des gesamten Universums zu nutzen, dann würde Typ 5 ähnlich funktionieren, nur auf der Ebene des Multiversums, indem sie Energie aus mehreren Universen anziehen. Gibt es also einen Typ 6? Es ist schwierig, dieses Modell an der Menschheit auszuprobieren, denn dann wären die Wesen, die das Universum bewohnen, praktisch Götter, die Zeit und Raum kontrollieren und Universen mit einem Fingerschnippen erschaffen können. Ja, und was ist mit dem siebten Universum? Die Wissenschaftler können es sich nicht einmal vorstellen. Um zur Realität zurückzukehren. Die Menschheit ist erst auf dem Weg zu Typ 1. Die Möglichkeit, Sonnenkollektoren und Windenergie zu nutzen, ist durchaus real, aber bisher haben die Menschen nicht genug Verantwortung für die Probleme der Ökologie und der globalen Erwärmung übernommen. Vielleicht werden wir trotzdem in Unterwasserstädten leben, allerdings nicht aus freien Stücken, sondern weil wir das Schicksal der Bewohner von Atlantis wiederholen. Aber das ist eine andere Geschichte.